Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Jörn Swedish Racing World, exklusiv für uns auf www.torto.de und www.hufer.de. Ja, heute mal in einem ganz neuen Surrounding. Ich sitze hier nämlich in Bersaka auf der Rennbahn, wo gleich die Lunch Races stattfinden, also hier in Bersaka heute am... Ja, heute ist der 27.12., Weihnachten ist vorbei. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest. Aber was noch nicht vorbei ist, ist der V75 Winterburst. Wir stehen auf der Zielgeraden und wir wollen uns nämlich das Programm vom Freitag anschauen. Freitag, der 30.12., da geht es nochmal nach Oslo-Bjerke. Und in Oslo-Bjerke haben wir nochmal eine weitere V75, bevor es natürlich dann am 31.12., am Silvestertag, den großen Jackpot in Axevalla gibt. Und da wollen wir natürlich dann nochmal genauer drauf schauen. Wir wollen auch heute nochmal drauf schauen, denn diese V75 in Oslo, die hat das wirklich in sich. Es ist leider so, dass die Norweger unter sich bleiben. Wir haben außer Tom Hoppestad keinen schwedischen Fahrer zu Gast, aber das Programm ist echt interessant und ich glaube, dass das nochmal der V75 ist, wo es richtig knallen kann. Und deswegen wollen wir reinschauen, diese V75 in Oslo-Bjerke. Start des ersten Rennens ist wie immer um 18.38 Uhr in dieser Zeit und die V75 beginnt um 19.30 Uhr. So, wir wollen reinschauen ins erste Rennen. Das erste Rennen ist nämlich ein Stutenrennen über 1609 Meter, also über die Meile geht es hier. Und ich gehe in diesem Rennen ganz klar mit der Programm in Nummer 5, Zakina und Erik Højtomt. Zakina war zuletzt zweimal viertplatziert, davor war sie nicht mehr ganz so ideal. Man muss dazu sagen, dass alle Stuten, die in diesem Rennen starten, relativ schlechte Formen haben und deswegen muss man auch hier ein bisschen nach der Fahrership gehen. Und Erik Højtomt, natürlich hier der norwegische Champion, ich glaube, dass der hier mit Zakina, der Programm Nummer 5, eine richtige Chance hat. CC Eastside, die Programm Nummer 4 mit Olaf Mikkelborg. Ordentliche Form, fünfte, dritte zuletzt, das war ganz ordentlich. Aber also richtig gefällt mir die Stute auch nicht, muss ich sagen. Aber in diesem Feld, wie gesagt, wo die Formen sehr, sehr schlecht bei allen Stuten sind, muss man sich entscheiden. Olaf Mikkelborg kennen wir auch als einen der routiniertesten Fahrer, muss man hier auf jeden Fall mitnehmen. Chloe Digli-Day mit Frode Hammere, die Programm Nummer 2, die ist sehr, sehr defizit, diese Stute. Entweder springt sie oder sie ist ganz weit vorne. Und das ist natürlich jetzt die Frage. Bei 1600 Meter, zweiter Startplatz in Bjerke, ist es mal ein bisschen eng. Man geht in die erste Kurve, die ist so ein bisschen schräg. Also, ob die Stute, wenn die Stute auf den Beinen bleibt, dann ist hier Chloe Digli-Day auf jeden Fall das Maß aller Dinge. Aber sie hat in der letzten Zeit wirklich häufiger Fehler eingebaut, deswegen habe ich da so ein bisschen meine Zweifel. V75-1, das Stutenrennen. Wir nehmen mit die 2 Chloe Digli-Day, die 4 CC Eastside und die 5 Zakina. V75-2, das ist ein Kaltblutrennen über 2100 Meter. Und hier ist für mich eigentlich eine Bank des Tages zu finden, nämlich die Programm Nummer 9 Alm Anderman. Und zwar mit Robert Kruse, die 9 Alm Anderman. Mit 5 Siegen am Stück kommt dieses Kaltblut hier, dieser Kaltblüter hier an den Ablauf. Und ich sehe hier eigentlich kaum Opposition. Klar, die zweite Startreihe, das ist so ein bisschen tricky. Da muss man natürlich ein bisschen schauen dementsprechend. Aber im Großen und Ganzen habe ich hier richtig Mumm auf die Nummer 9. Alf Anderman, die Programm Nummer 9 mit Alm Anderman, nicht Alf, Alm Anderman mit Robert Kruse. Birk Stöbern, die Programm Nummer 5 mit Vida Chomsland, kann man als Alternative mitnehmen. Zuletzt siegreich, davor war er aber mehrfach auch weg. Vida Chomsland kennen wir natürlich als Sohn von Øystein Chomsland. Sehr, sehr routinierter Kaltblutfahrer, kann man hier mitnehmen. Auf jeden Fall die Programm Nummer 5, Birk Stöbern, wenn man sich nicht auf einen anderen Mann verlassen möchte. Die 10, Alltide ÖK, das heißt nicht OK, sondern ÖK, also Örjan Schiedström. Nein, das natürlich nicht, aber Alltide ÖK mit Kato Antonsson, erster, zweiter, erster, zweiter. Ja, ordentliche Formen, weil ich habe ja bei Kato Antonsson immer so ein bisschen Befürchtung, das ist ein sehr, sehr übermotivierter Fahrer, der häufig auch mal zu viel will und deswegen, ob das gut gehen kann, da habe ich so ein bisschen meine Zweifel. V75-2, das Kaltblüterrennen, meine Bank des Tages, die 9, Alm Anderman mit Robert Kruse, wer sich noch breiter aufstellen möchte, nimmt noch mit die 5 Birk und die 10 Alltide Öker. V75-3, das ist das fünfte Rennen des Tages, über 2100 Meter. Und hier müssen wir uns auch, glaube ich, ein bisschen breiter aufstellen. In diesem Rennen gibt es noch mehrere Optionen. Ich habe ein bisschen Mumia auf die Nummer 1, Kluivert Boko mit Glenn Kramer-Stenberg. Kluivert Boko zuletzt 8er gewesen. Das war, ich habe mir das Rennen angeguckt, da war er wirklich eingesperrt, war ein ungünstiger Verlauf. Davor 2., 4. und 1. Der kann so ein bisschen was. Also dieser Kluivert Boko, den sollte man ja nicht unterschätzen. Für mich ein hochinteressanter Kandidat. Die 3, Lucky Strongbow mit Erik Højtomt. Er war 3. in Momaken und danach 1. in Biri. In Oslo-Bjerke waren komischerweise immer disqualifiziert, aber irgendwie umplatziert. Deswegen, da muss man so ein bisschen gucken, dieser Lucky Strongbow. Wenn der in Oslo-Bjerke an den Ablauf kommt, da hat es nicht so ganz funktioniert. Aber die letzte Form aus Momaken und in Biri, der Sieg, die waren echt ordentlich. Kann man auf jeden Fall mitnehmen. Canopus, die Programm Nummer 5 mit Per-Oleg Midfield. 1., 2., 1., 2.
letzter Start allerdings unplatziert. Gemäß der Serie müsste jetzt wieder eigentlich ein Sieg kommen. Deswegen, also die Nummer 5, Canopus mit Pair oder Midfield muss man hier auf jeden Fall auch mit auf den Schein nehmen. Und auch die Nummer 11, Hopas Castell mit Frode Hamre. Die letzten beiden Starts waren nicht sehr erfolgt, da war man unplatziert. Davor gab es aber zwei Siege, unter anderem auch hier auf der Hauptstadtbahn in Oslo-Bierke. Deswegen muss man hier auf jeden Fall auch mit Frode Hamre natürlich rechnen in diesem Rennen mit der Nummer 11, Hopas Castell. V75-3, wir nehmen mit die 1, Kloibert Boko, die 3, Lucky Strongbow, die 5, Canopus und die Nummer 11, Hopas Castell. V75-4, das ist das sechste Rennen, nochmal über 2100 Meter. Und hier tippen sehr, sehr viele in den Vorbetten, was mich ein bisschen wundert, die 9, Call Me Solfried mit Adrian Solberg-Axelsen. Dritter, zweiter, erster, dritter, das ist eine ordentliche Form, er läuft immer ins Geld, ist auch immer auf dem Podium, aber er ist nicht so richtig der Siegertyp. Er hat nur einmal in den letzten 5 Starts gewonnen, dieser Call Me Solfried. Und deswegen, ob der so uneingeschränkt hier als Bank in Frage kommt, da habe ich so ein bisschen meine Zweifel. Ich habe so ein bisschen Mumm auf die 12, Princess Olivia mit Per Oleg Midfield. Princess Olivia war zuletzt siegreich, davor gab es 2 zweite Plätze, da war sie beides Mal nur sehr, sehr knapp geschlagen. Deswegen, also die 12 ist für mich eine absolute Bank, nicht Bank, aber eine absolute Alternative zu Kromi Solfried. In diesem Rennen sowieso die starken Pferde hier in der zweiten Startreihe, das muss man dazu sagen, ganz deutlich. Auch die 10, Marabou Bonanza mit Aspion Tengseri, zweiter, erster zuletzt. Davor waren die Formen nicht ganz zu Ilia, 6. und 4. Aber auch das war ein sehr, sehr ordentliches Laufen. Deswegen auch die 10 Marabou Bonanza sollte man hier mit beachten. Fragezeichen in diesem Rennen ist der Champion, ist Erik Holter mit der 3 Travis. Zuletzt 6., 6., 5. Aber davor gab es auch einen tollen Sieg, den habe ich gesehen sogar live. Und das war wirklich beeindruckend. Also Travis ist für mich ja so ein ganz chancenreicher Außenseiter in diesem Rennen. Sollte man sich auf jeden Fall mal genauer angucken. Und ich habe so ein bisschen Zweifel, ob hier wirklich die 9 Kromi Sofried so als Bank geeignet ist. V75-4, wir nehmen mit die 9 Kromi Solfried, die 10 Marabou Bonanza, die 11 Princess Olivia und die 3 Travis. V75-5, das ist das siebte Rennen des Abends, das ist nochmal ein Kaltblüterrennen über 2100 Meter. Und hier startet nochmal einer, wo man auch wirklich sagen kann, das könnte die nächste Bank sein. Wir hatten schon Alm Underman im ersten Kaltblüterrennen als Bank und jetzt könnte Alm Randers hier als Bank dienen. Alm Randers, die Programm Nummer 4 mit Olaf Mickelborg. Erster, zweiter, zweiter, erster, erster. Tolle Formen. Das Pferd ist startschnell, kann hier direkt von vorne direkt die Spitze erobern von Startplatz 4. Und dann denke ich, hier gibt es hier kaum eine Alternative gegen Alm Randers, die Programm Nummer 4 mit Olaf Mickelborg. Also wer sich breit aufstellen oder wer sich bänkern möchte, den Kaltblüterrennen, die beiden Almpferde, die beiden Pferde von der Alm sozusagen, sollte man sich auf jeden Fall genauer angucken. Wer aber sagt, das reicht mir hier nicht, der sollte sich nochmal S-Case Ariel mit Jan Rohr Möllneröld angucken. S-Case Ariel zuletzt 5. und 2. Dazwischen auch nochmal wieder unplatziert gewesen. Wir kennen S-Case Ariel natürlich auch aus Schweden, der hat sich mehrfach auch schon in Schweden vorgestellt. War immer gut dabei, ist jetzt auch nicht so der typische Siegertyp. Es liegt auch ein bisschen vielleicht am Fahrer, den immer sehr, sehr stark fordert. Am Ende ist dann immer so ein bisschen die Kondition, reicht dann am Ende nicht aus. Trotzdem, warum nicht die Nummer 9 S-Case Ariel in diesem Rennen vielleicht mal von hinten als Abstauber, könnte ja sein. Die 10, Birk Fax mit Wieder Hopp, dem, wie ich finde, besten Kaltblüterfahrer Skandinaviens, Wieder Hopp mit Birk Fax. Dritter, fünfter, dritter zuletzt, auch jetzt nicht so der Siegertyp direkt, aber mit Wieder Hopp im Sulky kann das durchaus gleich mal funktionieren. Und noch die Nummer 2, Brenne Rhön mit Aspyr Tengserit. Erster, vierter, zweiter, erster, erster. Also auch das ist ein Pferd, das durchaus hier gewinnen kann. Ich glaube aber dadurch, dass er nicht so schnell ist, ich habe mir das letzte Rennen angeguckt, er ist nicht sehr, sehr schnell hinter dem Auto, ist, glaube ich, doch hier allem Randers die bessere Alternative und vielleicht sogar die zweite Bank an diesem Abend. V75-5. Wir nehmen mit in diesem Kaltblüterrennen die 4 Alm Randers, die 9 S-Case Ariel, die 10 Birk Fax und die 2 Brenne Rhön. Wir kommen zum sechsten V75-Rennen und das ist dann das erste Dagens-Doppelrennen. Das ist das achte Rennen des Tages und hier läuft die absolut beste Klasse. Es ist ein Frei für alle. Hier laufen wirklich absolute Topstars oder ehemalige Topstars. Einer von ihnen ist Lionel. Wir kennen Lionel ja als Sieger des Prix de Paris im Jahre 2000 und ich glaube 17 war es oder 16 war es. Also ich verstehe nicht, dass dieses Feld immer noch laufen muss. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Der hat wirklich, muss niemand mehr was beweisen. Und ich verstehe nicht, dass Göran Antonsson Lionel immer noch anspannt. Die letzten Formen weg, 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 weg. Und dann gab es mal einen Sieg in einem Aufbaurennen in Biri, wo wirklich keine Gegner da waren. Also Lionel, die Programm Nummer 1, ich kann es mir nicht vorstellen, dass er hier ganz weit vorne landet.
Ich verstehe nicht, warum man ihn auch überhaupt noch starten muss. Für mich hat dieses Pferd längst die Rente verdient. Aber gut, das muss der Besitzer wissen. Göran Antonsson ist der Besitzer. Lionel für mich hier keine Option. Die 3, Zet Boko mit Christian Marmin, der ist für mich aber eine absolute Option. Christian Marmin fährt ja zwar richtig in Form, wir haben ihn ja auch im Preis der Giganten gesehen, wo er ja mit Oracle-Teil so einen Sieger rausgefahren hat und mit Floris Baldwin Zweiter wurde. Der hat richtig Form zurzeit, der Christian Marmin. Und auch dieser Zet Boko, Dritter, Vierter, und davor gab es sogar einen Sieg. Also wenn der mal ein richtiges Rennen bekommt, ist der hier brandgefährlich, den muss man hier auf jeden Fall mitnehmen. Hiko the Pooh, den kennen wir natürlich auch noch mit Vida Hopp als Elite-Loppe-Teilnehmer vom vorletzten Jahr, hat auch komplett seine Form eingebüßt, Vierter, Siebter und Fünfter, also für mich in diesem Rennen auch keine Option, Hiko the Pooh, wobei der haut ja immer mal einen raus, wir wissen ja, dass der ab und zu immer mal einen raus hat, war ja im Finlandia Ajo 2020 genauso, wo er einen rausgehauen hat und deswegen, aber trotzdem, Hiko the Pooh kann ich mir nicht vorstellen. Da würde ich eher noch mit der 5 Always on Time gehen, mit Tom-Erik Solberg, zuletzt siegreich gewesen, davor Vierter und Zweiter, das war ein ordentliches Laufen. Always on Time mit Tom-Erik Solberg muss man hier auf jeden Fall mitnehmen. Ein ganz großes Fazit in diesem Rennen ist die 6 Valokaja Hindö mit Magnus Geijer Gundersen. Valokaja Hindö war ja letztes Jahr noch in Frankreich bei Jean-Michel Basir im Training, ist dann im Sommer nach Schweden wieder gewechselt, ist jetzt mehrfach in Schweden gelaufen, war dort Fünfter, Fünfter und Vierter. Und jetzt ist er bei den Gundersens in Norwegen gelandet. Wir wissen, die Gundersens, Geir Wegert, der Vater, und Magnus Tejen, sehr, sehr erfolgreich. Und das ist wirklich, das kann hier die Überraschung des Tages sein. Also Valokaja Hindö würde ich mir mal wirklich genauer angucken. Die kann hier wirklich die Überraschung des Tages sein. Sollte man hier auf jeden Fall sich anschauen. Die 8 Blair du Jazz mit Per Odin Midfield, zuletzt auch eher im Formtief, war weg. Danach gab es davor gab es einen dritten und einen ersten Platz. Das war ordentlich, aber auch nicht mehr. Der Sieger des Oslo Grand Prix 2021 hat auch ordentlich an Form eingebüßt. Für mich hier in diesem Rennen auch keine Alternative. V75-6. Wir nehmen mit die Programmnummer 3 Zet Boko, die 5 Always on Time und die 6 Valokaja Hindö. Wer sich breiter aufstellen möchte, nimmt auch die 4 Hiko the Pooh mit und die 8 Blair du Jazz. An Lionel glaube ich persönlich nicht. Und wir kommen bereits schon zum abschließenden 7. V75-Rennen. Das ist das 9. Rennen des Tages, nochmal über 2100 Meter. Und hier habe ich einen ausgegraben, wo ich wirklich glaube, der kann hier wirklich am Ende die V75 richtig fett machen, nämlich die 1 Jonathan Bank S mit Ole Johan Östre. Jonathan Bank S kommt sehr, sehr diffizil daher. Er ist entweder weg oder er gewinnt. Also die Formen, unplatziert Zweiter, unplatziert Erster. Und Ole Johan Östre hat zurzeit richtig Form. Wir haben ihn in Umeå gesehen, wir haben ihn in letzte Woche mehrfach fahren sehen. Er hat richtig Form, seit seiner langen Sperre ist er wieder zurück. Also dieser Jonathan Bank S, den würde ich mir mal genauer anschauen. Die 5 Hasch mit Asbjørn Tengsaret, 5. 7. zuletzt, davor aber 3 Siege, auch hier auf der Hauptstadtbahn in Bjerke. Also dieser Hasch, wenn der mal wieder richtig ins Rollen kommt, ist hier auch brandgefährlich. Forever Dream mit Vida Hopp, zuletzt 2., davor 6., 1., 6., 7., also gemäß der Serie müsste es eigentlich in eine schlechte Form kommen, aber vielleicht hat Vida Hopp ja hier auch mal bei ihm, bei diesem Forever Dream, ein bisschen mehr Mumm, mal nach vorne zu fahren aus der zweiten Startreihe und vielleicht kann hier Forever Dream am Ende abschrauben. Abschrauben könnte auch noch Bo Erre mit Frode Hamre, 1.1., Dis 1.1., also gemäß der Form müsste auch wieder eine Dis-Form kommen, aber den würde ich mir nochmal genauer angucken, diesen Bo Erre, das wird wahrscheinlich der Favorit in diesem Rennen sein, die Programmnummer 12 mit Frode Hamre. Aber ich bin mit Vorsicht, Frode Hamre aus der zweiten Startreihe, das geht nicht immer gut, da muss man ein bisschen aufpassen, wie gesagt. V75-7, wir nehmen mit die 1 Jonathan Bank S, mein absoluter Außenseiter an diesem Tag, die 5 Hasch, die 9 Forever Dream und die 12 Bo Erre. Ja, ihr seht, es ist wirklich nochmal eine spannende V75 als Warmläufer für natürlich das große Silvester-Event in Axevalla am 31.12. mit dem Multi-Jackpot, der zurzeit noch nicht so ganz voll ist. Das wird sich hoffentlich noch ein bisschen ändern, aber trotzdem lohnt es natürlich auch hier das Mitspielen. Auf www.trotto.de könnt ihr natürlich die V75 aus Oslo-Bjerke abgeben und ihr könnt auch alle Rennen bei uns im Livestream sehen. Ihr wisst, das ist nicht überall so, deswegen reinschauen und natürlich dabei sein bei der V75 am 30.12., einen Tag vor Silvester hier in Oslo-Bjerke. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder natürlich zur großen Besprechung der V75 am 31.12. zum Silvesterrenntag hier bei Jörns Swedish Racing World. Exklusiv bei uns auf www.trotto.de und www.hufer.de. Und ich gehe jetzt mal los und gucke mir die Rennen hier in Berserker an. Und ich wünsche euch Lückertil, viel Spaß mit der V75 aus Oslo. Und ich sage, bis zum nächsten Mal hier bei Jörns Swedish Racing World. Exklusiv bei uns auf www.trotto.de und www.hufer.de. Macht's gut!